Das Volksfest Las Fallas in Valencia überwältigt die Sinne. Tagelang wird mit Feuerwerk, Musik, Tanz und buntem Trubel auf den Straßen Valencias der Frühling gefeiert. Typisch für das Fest sind bis zu 20 Meter hohe Pappmaché-Figuren, die überall in der Stadt zu sehen sind. Für Valencianer ist es das Ereignis des Jahres. Bis zu 1 Million Besucher kommen dafür jährlich in die spanische Küstenstadt. Es ist unglaublich, ich kann es wirklich kaum fassen. So viele Leute überall die ganze Zeit, es ist der Wahnsinn. In Finnland gibt es so eine Feier nicht. Das ist eine Leidenschaft, die hat man im Blut, das ganze Jahr über. Das hier ist wie ein Wunder. Es gibt einem das Gefühl, als gäbe es nichts als Freude. Es ist das erste Mal, dass ich hier bin und ich bin hin und weg von all dieser Kunst, die auf den Straßen zu sehen ist. Die Künstler werden von Nachbarschaftsvereinen beauftragt. Jeder von ihnen baut eigene Figuren auf, die wie das Festival auch Fallas heißen. Dieses Jahr sind sie wegen der Krise etwas weniger pompös als sonst. Trotzdem hat die teuerste mehr als 300.000 Euro gekostet. Jede Feier erzählt eine eigene Geschichte. Die Figuren im Zentrum der Kunstwerke, der Fallas, sind zum Beispiel von einem Roman inspiriert. Dann gibt es die Szenen drumherum, die sich auf das aktuelle Geschehen beziehen, lokale oder nationale Politik. Oder auf Europapolitik. Diese Feier beispielsweise karikiert Angela Merkel. Die deutsche Kanzlerin ist mehrfach auf den Straßen Valencias zu sehen. Auch in der Feier, die dieses Jahr den begehrten ersten Preis gewonnen hat. Die Figur ist ein Charakter in dem imaginären Land Pastakistan. Sie trägt Kleidung wie ein Araber und hat Äxte in der Hand, symbolisch für die Haushaltskürzungen. Das Motto ist, wer zahlt, befiehlt. Der Figur des Sultans ist die Krise egal. Die Künstler arbeiten das ganze Jahr über an den Fallas. 800 Stück sind es dieses Jahr. Am späten Abend des 19. März werden sie verbrannt. Der Ursprung der Tradition, Handwerker verbrannten zu Frühlingsbeginn Lampengestelle aus Holz, da sie wieder genügend Tageslicht zum Arbeiten hatten. Wenn die Feier brennt, ist man in Gedanken schon beim Projekt des nächsten Jahres. Mir gefällt es zu sehen, wie mein Kunstwerk brennt. Diese 4 Tage sind dann vorbei und es ist wie eine Reinigung durch die Flammen. Valencia ist für seine Pyrotechnik bekannt. 19 Tage lang versammeln sich täglich Tausende am Rathaus zu einem einzigartigen Lärmfeuerwerk. Die valencianische Karnevalsprinzessin, die sogenannte Fallera Mayor, gibt den Startschuss. Sechs Minuten lang knallt es. Dabei werden Lautstärken von bis zu 120 Dezibel erzeugt. Ohrstöpsel sind tabu. Danach wird der Platz gestürmt. Die Fallera Mayor lächelt. Sie ist das alles von Kindheit an gewohnt. Sie ist bei allen Feierlichkeiten dabei. Es sind viele feierliche Akte. Jeder Tag ist eine Herausforderung. Du stehst auf und es stehen neue Aktivitäten bevor, die du nur einmal in deinem Leben erleben wirst. Das alles bedeutet mir sehr viel. Eine einzige Figur wird nach Abstimmung der Besucher vor dem Feuer gerettet. Sie kommt in das valencianische Fallas-Museum. Für den Künstler eine große Ehre. Man kann das nicht erklären. Dieser Beruf ist von klein auf ein Teil von dir. Und das hier ist das Ziel. Wenn du es schaffst, erfüllen sich alle Träume deines Lebens innerhalb weniger Stunden. Nachts schläft man in dieser Zeit in Valencia kaum. Die Straßen sind fast noch voller als bei Tag und mit riesigen Lichtinstallationen beleuchtet. Ein gebührendes Willkommen für den Frühling in Spanien.